Einen wunderschönen guten Tag. Moin. Wir sind es mal wieder, die zwei Mais und die Katja. Sie ist wieder mal dabei und wir haben euch heute ein bisschen was zu zeigen. Wir sind nämlich hier noch auf dem Nugget-Treffen in Worpswede, dem traditionellen Treffen um den 1. Mai herum. Wir haben ein super Wetter gehabt in den letzten Tagen. Das war wirklich absolut Bombe. Genau das Richtige für ein Nugget-Treffen. Ein Tag Regen oder ein Abend Regen. Und dann zwei Tage jetzt wirklich super tolles Wetter mit blauem Himmel. Dritter Tag schon heute. Dritter Tag, ja. Genial. Temperaturen könnten ein bisschen wärmer sein, ganz ehrlich. Aber wir haben gestern schon eine tolle Packraft-Tour gemacht hier auf der Hamme im Teufelsmoor. Und ja, wir wollen euch heute mal ein bisschen was zeigen, was man ja so zusätzlich noch alles mit dem Packraft unternehmen kann, außer jetzt nur mit dem Bötchen zu fahren. Mhm. Sondern die Katja und ihre Mama haben im letzten Jahr sehr, sehr viele neue Dinge ausprobiert. Und da wollen wir euch heute mal ein bisschen was zu zeigen. Genau. Ja, wir waren ja viel unterwegs und haben uns dann irgendwann gefragt, wie kommen wir denn jetzt wieder zum Ausgangspunkt zurück? Weil fließende Flüsse, die geht schnell vorbei, die Kilometer fließen dahin quasi. Sollte so sein. Sollte so sein, genau. Macht ja auch Spaß, ne? Ja. Oder mehr Spaß, wenn es fließt. Aber ja, dann wieder zurückkommen, zurückpaddeln ist keine Option, weil das geht halt gar nicht gegen den Strom und irgendwelche Stromschnellen hoch und so weiter, darf man meistens auch nicht. Und da hat es sich dann angeboten, statt irgendwie Taxi, zweites Fahrzeug oder Bus oder sowas, gibt es ja auch nicht immer, dann mit dem Fahrrad zu fahren. Und das geht hervorragend mit dem Packraft und das wollen wir euch heute mal zeigen. Geht sogar mit großen Fahrrädern, geht aber auch mit kleinen Fahrrädern. Und wir haben jetzt hier zwei verschiedene Modelle mal da, die wir euch zeigen können. Und ja, da würde ich einfach mal sagen, legen wir mal los. Ab geht's nach dem Intro. Ja, Bike-Rafting ist das neue Thema. Man kann also tatsächlich so ein Fahrrad auf das Packraft draufpacken, um damit dann zu fahren. Und ist natürlich bei so einem Fahrzeug, bei so einem Fahrrad natürlich ist ein bisschen schwieriger, weil man da halt das Vorderrad oder das Hinterrad ausbauen muss. Man kann das so übereinander stapeln, ne? Dann geht das schon auch, aber irgendwas steht dann immer über. Also ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nirgends anstößt oder was kaputt macht. Und es ist natürlich auch nicht ganz so komfortabel, richtig, wenn man alles auseinanderbauen. Und deswegen ist ideal eigentlich ein Faltrad. Wir haben jetzt hier mal ein paar verschiedene Fahrzeuge zum Anschauen. Wir haben hier einmal ein Faltrad von der Größe mit 20 Zoll Rädern. Das ist schon relativ kompakt, wenn das zusammengeklappt ist. Und ja, die Königsklasse, sage ich mal, sind dann die Falträder mit 16 Zoll Reifen, Bereifung oder noch kleiner gibt es ja auch noch, ne? Und jetzt hat Katja mal ihr Fahrrad hier mal zusammengeklappt und da kann man wirklich mal sehen, wie kompakt das ist. Handtaschenformat. Kompaktes also. Handtaschenformat. Also man darf das auch teilweise wirklich so mit in den öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen. Ne? Genau, ohne Zusatzkosten als Gepäckstück sozusagen in der Deutschen Bahn, sogar im ICE. Ja. Das geht auch. Also das ist praktisch. Genau, aber das Coole an der ganzen Sache ist, man kann das in dem Format jetzt natürlich wunderbar auf das Packraft draufpacken. Genau. Und das würde ich sagen, zeigt die Katja euch mal, wie das ungefähr aussehen könnte. Genau, ich schneide es jetzt mal nicht fest, aber pack's mal so drauf, wie wir es immer machen. Also das ist ja hier das Packraft. Und hier haben wir jetzt eins, was vorne vier Ösen hat, also vier Befestigungsösen. Damit kann man dann eben mit Gurten das Ganze festzurren. Jetzt hebe ich das hier mal so hoch. Muss mal so ein bisschen schauen, wie es gut liegt. Aber so ungefähr. Den Sattel kann man noch mal ein bisschen verdrehen, dann passt der sich hier gut an. So. Wie ist das mit, legst du normalerweise was drunter? Nee, also bei dem jetzt tatsächlich nicht, weil hier sieht man diese... was ist das hier, so eine Flügelschraube, die drückt jetzt nicht weiter ein. Der Gepäckträger stützt das hier vorne ab. Ja. Wenn du hier mal rumkommst, ne, da sticht jetzt nichts oder sowas. Hier kommt man auch noch an den Griff dran. Man könnte es jetzt noch einen Ticken da legen. So, dann kommt man hier noch man an den Griff. Tragen kann, ne? Ja, genau, wenn man es tragen kann. Das macht es natürlich alles ein bisschen schwerer, klar. Was wiegt dieses Faltrad jetzt? Das haben wir ja letztens gewogen, waren so, ich glaube, 13 Kilo, ne? Mhm, okay. Also ein bisschen Zubehör noch dran. Gibt es auch leichter, dann wird es noch mal teurer. Ja, das ist leider immer nachdem, so, ne? Wie viel Geld man einwirft. Ne? Ja, dann kann man hier den Sattel, ich drehe den noch mal ein Stückchen. So ein bisschen anschmiegen hier. So, dann gibt ja noch zusätzlich ein bisschen drauf. Stütze, ne? Genau, die Pedale, die ist hier eingeklappt, die hängt hier drunter, ja. Die hängt hier in der Luft. Also wenn da keine Spritzdecke drauf ist, dann sticht da eigentlich nichts in die Tubes rein. Auch keine Kette oder sowas. Ja, das liegt alles gut auf und dann nimmt man einfach vier solche Gurte, schnallt das fest. Mal auch gleich noch mal kurz, hier sind ja in der Regel, in den Packrafts sind immer diese Schlaufen dran. Genau. Kann man sich auch dann zur Not, wenn dann vielleicht eine zu wenig dran ist, auch noch eine eigene dran kleben.
Die kann man halt in der Regel nachkaufen und damit mit einem Spezialkleber festkleben. Genau. Ne? Das Boot ist jetzt hier mal tatsächlich so designt, dass es gut geeignet ist fürs Bike Rafting, also zumindest für diese Konfiguration. Man hat jetzt vorne diese 4 Ösen dran, auf jeder Seite 2, hinten sogar 6, dass man hier noch eine Tasche draufpacken kann. Also so ein Bowbag kann man gleich mal holen, das kann man hier hinten gut draufpacken. Und dann hat man sein Gepäck vorne und hinten. Es gibt ja auch die Version, wo hier noch ein Reißverschluss ist und so ein T-Zip. Dann kann man auch das Gepäck sogar noch in die Tubes, also in diese Schläuche hier reinstecken. Und wenn man einen Schlafsack oder Zelt oder sowas dabei hat, mehr Tagestouren machen will. Also man kann schon ordentlich Gepäck unterbringen. Wir haben es jetzt auch die Tage mal mit 160 Kilo insgesamt belastet, mit Fahrrad, Tasche, Fahrer. Also war jetzt nicht ich, ne? Fast. Nee, aber das haben wir auch mal ausprobiert. Also da liegt es immer noch gut im Wasser, lässt sich immer noch fahren. Also da passt schon eine Menge rein. Ja, und so kann man dann unterwegs sein. Das Boot hat ja auch eine gewisse Länge. Das heißt, beim Paddeln stößt man jetzt auch nicht mit dem Paddel immer ans Fahrrad dran oder sowas. Das funktioniert ganz gut. Und das ist auch ein bisschen schnittiger hier geschnitten oder gebaut, sodass das relativ gut und schnell geradeaus fährt. Kann dann noch eine Finne optional dran bauen. Hier hinten ist ja noch, wenn du hier runterfilmst, ein kleiner Finnenkasten. Ja, genau. Genau, dann läuft es nochmal ein bisschen besser geradeaus oder dreht sich auch nicht so schnell, wenn man aufhört zu paddeln. Das sind ja so Optionen, die man dran hat. Und ja, so kann man dann bikerafting-technisch unterwegs sein. Und wir waren jetzt, ja, wir haben, glaube ich, über 500 Kilometer auf dem Wasser und 1000 Kilometer auf dem Landweg im Fahrrad schon zurückgelegt letztes Jahr. Genau, also da waren wir ordentlich unterwegs. Und A, macht Spaß, weil man hat diesen Perspektivwechsel vom Fluss zum Land. Und ein Flussradweg ist ja auch immer sehr schön. Viele kennen das ja wahrscheinlich, ne? Diese, was ich weiß, es gibt Weserradweg. Und ja, die führen ja meistens dann wirklich auch direkt am Fluss entlang. Ne? Also Elbe-Radweg zum Beispiel könnte man ganz toll machen, obwohl die Elbe wahrscheinlich zu schnell fließt. Genau, Weser und Elbe sind jetzt nicht so die schönsten Flüsse zum Paddeln, aber wir haben sehr viele schöne Flüsse gefunden und auch entsprechend schöne Radwege da drumherum. Und ja, dieser Perspektivwechsel ist toll, ist natürlich umweltfreundlich, sehr entspannt, weil man kann einfach seinen Camper auf dem Stellplatz oder Campingplatz stehen lassen, von dort aus direkt losstarten mit dem Fahrrad und dann zum Fluss oder zum Einstieg fahren, seine Flusstour machen. Man kann die auch flexibel abbrechen, wenn man jetzt meint, auch nach 10 Kilometern, ich habe keine Lust mehr, sucht man sich einen Ausstieg und fährt dann mit dem Rad einfach wieder zurück. Ne? Also das ist wirklich aus unserer Sicht das Entspannteste, was es gibt. Bei 15 Kilometer Fußweg. Ja. Ist dann anstrengend. Also ich kann bestätigen, ich bin gestern das erste Mal mit meinem Packraft mit Fahrrad gefahren. Ja, und ich habe heute zum ersten Mal mein Fahrrad dabei und will einfach mal ausprobieren, wie sich das verhält vom Fahrverhalten, wie das Boot anders reagiert als normal. Wir haben es ordentlich festgezurrt und jetzt geht's los. Ich bin jetzt zwar nicht mit dem Rad zurückgefahren, sondern habe es einfach nur mal draufgeschnallt, um mal zu schauen, wie sich das Boot so anders verhält als ohne Fahrrad vorne drauf. Also die Gewichtsverteilung ist natürlich dann eine ganz andere. Und was mir unheimlich aufgefallen ist, ist, dass der geradeauslauf dann deutlich besser ist. Ich bin also auch ohne Finne gefahren und das Packraft hat also wirklich deutlich besser den Drall nach vorne gehabt, anstatt immer in die Drehbewegung zu gehen. Und mich hat es auch vor allen Dingen nicht gestört. Also es hat mich von den Beinen her, ich meine, du kannst dich ja vielleicht mal reinsetzen, damit man mal sieht, wie das dann ausschaut. Von deinen Beinen her, vom Platz her? Genau. Also hier sitze ich jetzt so weit hinten. Also ich bin jetzt 1,70 Meter, ne, habe jetzt noch ordentlich Platz hier vorne. Ja. Aber ich komme hier auch noch nicht ans Fahrrad dran. Und ja, kann jetzt hier in Ruhe paddeln, ne, wenn ich jetzt mal Paddel hätte. Und komme hier nicht irgendwie an die Fahrradteile dran. Was schön ist, man hat halt auch gleich eine Trinkflasche, wenn man die hier noch drauf schnallt. Kann man gleich mal machen. Oder hier habe ich zum Beispiel noch einen Rückspiegel, ne? Den könnte ich mir jetzt auch zum Beispiel nutzen, um das zu nutzen. Oder wenn man mal irgendwie einen Angler verscheuchen muss, hat man hier auch eine Klingel irgendwo. Wo war die jetzt wieder? Du verscheuchst Angler? Okay. Nein, wenn man auf sich aufmerksam machen möchte. Genau. Nee, aber ne, solche Sachen sind dann auch ganz praktisch. Und ja, du hattest wahrscheinlich auch nicht das Gefühl, dass es kippt. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also, der Schwerpunkt ist ja recht tief. Richtig, genau. Ne? Ich bin jetzt auch ein bisschen schwerer als du. Also von daher habe ich so eine bessere Lage im Wasser und eine tiefere Lage im Wasser. Aber wie gesagt, das Bike vorne auf dem Boot bringt natürlich deutlich mehr Stabilität nach vorne hin. Genau. Und es gleicht das Boot besser aus, ja, weil man hat halt nicht das ganze Gewicht hinten mit der Tasche oder so, sondern halt Fahrrad vorne. Das ist wirklich gut. So, jetzt mal die Flasche drauf gebaut hier. Also sehr praktisch. Das ist hier so eine Magnetverschluss. Ne? Genau, weil der keinen Flaschenhalter hat, der ist hier einfach nur mit Kabelbindern festgemacht und dann einfach draufgeklickt. Ne? Der fällt nicht ab. Erst wenn man ihn so dreht und dann hat man direkt was zu trinken. Das ist sehr praktisch. Genau, und hinten sieht man jetzt mal die Tasche, mal so draufgelegt, also so kann man dann fahren. Hier hat man ja die Rückenlehne und auch mit der Weste stört das nicht. Ja. So hat man das alles gut verteilt hier, kommt gut ran. Genau, das habe ich gestern bei mir halt auch gemacht. Ich habe normalerweise meine Tasche vorne drauf und komme natürlich auch dann auch während der Fahrt natürlich ganz gut ran. Ist für mich jetzt ein bisschen umständlicher, wenn ich jetzt nach hinten greifen muss, aber in der Regel ist man ja meistens zu zweit unterwegs. Ja. Dann kann der eine kurz ans Boot ranfahren und dann die Sachen hinten rausnehmen. Aber wie gesagt, es ist trotzdem, also gerade mit dem kleinen Faltrad, 16 Zoll Räder, es gibt natürlich noch kleinere Räder, die sind zwar seltener, aber
glaube, 16 Zoll ist so das kompakteste, was man in einer vernünftigen man noch als Qualität Fahrrad durchgehen kaufen kann. Genau, was noch als Fahrrad durchgeht. Aber das passt halt hervorragend hier auf dieses Packraft drauf. Und jetzt würde ich euch mal zeigen, jetzt filmt mal kurz die Katja mich und dann zeige ich euch mal, wie klein wir unsere Falträder falten können. Also das ist jetzt ein Faltrad in einer Reifengröße mit 20 Zoll. Ist natürlich ein bisschen weniger kompakt als jetzt das ganz kleine von Katja und ihrer Mutter. Aber es geht im Prinzip genauso einfach zusammenzufalten wie das teurere, sage ich jetzt mal, ich nenne jetzt mal keinen Namen. Die Fahrräder kennen, wissen wahrscheinlich, was das für eine Marke ist. Da gibt es auch, glaube ich, sogar einen Weltrekord. Ne? Innerhalb von wie viele Sekunden kann man das zusammenfalten? Ich glaube, 5 Sekunden. Oder Sekunden. Sowas. Also das werde ich hier jetzt nicht schaffen. Ganz ehrlich, auch weil das Fahrrad noch relativ neu ist für mich. Aber man fängt im Prinzip einfach an und lässt erst den Sattel herunter, macht den möglichst weit nach unten. Und dann hat man hier am Lenker zwei Hebel, die man öffnen kann. Da muss ich den Lenker ein bisschen nach oben gerade stellen, arretiere ihn wieder und dann öffne ich hier vorne am Lenkergelenk den Verschluss, lasse den Lenker herunter. Achso, und vorher noch eine Sache, ich muss noch die Pedale umklappen. Die kann man auch beide, noch kompakt, oder? Ja genau, beide. Hier geht ja nur eine. Mhm. Genau, und jetzt habe ich hier in der Mitte das Faltgelenk für den Rahmen, das öffne ich auch. Das kann ich noch nicht mit einer Hand, das muss ich tatsächlich noch üben. So, und jetzt kann man das Faltrad einfach hier so anfassen und zack zusammenstecken. Und für den Lenker, der jetzt hier an der Seite rumbaumelt, gibt es hier noch so einen kleinen Gummi. Den kann man hier noch arretieren. So, zack. Und jetzt ist das Fahrrad im Prinzip zusammengeklappt. Wo hast du denn deins? Hast du das schon wieder weggestellt? Ich hole das gerade nochmal dazu. Ja. Dann kann man mal so ungefähr sehen, wie der Unterschied ist. Ja, ist also schon deutlich kleiner. Vom Packmaß her ist natürlich zum einen vom Faltmechanismus geschuldet und natürlich auch den kleineren Raddurchmesser. Ne? So sieht es jetzt von oben aus, so von der Dicke quasi. Ja, trägt ein bisschen mehr auf. Ne? Also ja, wäre wahrscheinlich schwierig. Wir haben uns ja für die kleinen entschieden, damit die hinten in die Box reinpassen. Ja, da passen zwei Fahrräder, zwei Boote und die Westen und die Paddel und so weiter alles rein. Ja, das wäre wahrscheinlich mit diesen hier schwierig. Ich glaube, es ist auch ein bisschen länger, ne? Von der Länge genau, her. Ja. Genau, so passen halt zwei nebeneinander, aber ansonsten ähnlicher Mechanismus. Und ich glaube, so viel länger dauert es auch nicht, das auf- und zuzuklappen. Ne? Und jetzt lege ich das mal auf das Packraft vorne drauf. Jo. Dann schauen wir mal, wie das hier ungefähr passt. Wir hatten es ja gestern an einem anderen Boot, aber... Genau. So, jetzt fasse ich das mal hier so an. Und dann wird man schon sehen, dass es hier tatsächlich schon ein bisschen vom Format her größer ist. Was hier jetzt natürlich noch dazu kommen würde, ich würde jetzt hier tatsächlich noch eine Decke drunter legen oder irgendwie einen Schutz drunter legen, weil wir hier natürlich die Kette jetzt auf dem Packraft drauf liegen haben. Und man sollte also verhindern, dass da irgendwie Kettenfett auf das Kunststoff draufkommt, weil es halt Flecken gibt, die man schlecht wieder rausbekommt. Und ich würde jetzt in dem Fall hier bei mir auch nochmal den Sattel ein bisschen anders stellen. Ich würde den tatsächlich ein bisschen rausziehen. Also bei meinem, so übersteht, ne? Genau, bei meinem Boot war das dann so, dass das eigentlich genau passte, dass ich hier mit der Kante vom Sattel noch so ein bisschen stützen konnte. Muss man bei jedem Boot so ein bisschen gucken, ne, wie es am besten passt. Aber hier ist es jetzt halt so, dass auch die Schaltung nicht aufliegt. Das liegt halt jetzt hier vorne auf dem Zahnkranz drauf. Genau. Und das könnte man jetzt wunderbar noch festzurren und letztendlich dann damit aufs Wasser gehen. Der Nachteil ist natürlich, dadurch, dass das natürlich deutlich schwerer ist, sollte man das zu zweit tragen. Das ist ganz klar, das ist dann alleine nicht mehr schaffbar. Aber da man in der Regel mindestens zu zweit unterwegs ist, wie jetzt bei dir und deiner Mutter Katja, könnt ihr euch immer gegenseitig helfen beim Umtragen, wie auch immer. Wenn es eine längere Umtragestrecke ist, haben wir es auch schon abgeschnallt und geschoben. Ne? Das lässt sich ja schnell aufbauen und abbauen wieder. Genau, und jetzt setze ich mich mal rein. Aber nicht umfallen. Es ist zwar jetzt nicht unbedingt das Boot für meine Größe, aber im Großen und Ganzen. So schlimm ist es, glaube ich, nicht. Es ist hier schön breit. Trotzdem mal sehen, dass selbst ich hier mit meinen langen Beinen mit 1,87 Meter ganz gut reinpasse. Habe also hier vorne genügend Platz. Und das stört mich auch jetzt nicht hier. Ich kann sogar noch ein bisschen mein Bein aufstellen und könnte dann hier wunderbar paddeln. Das ist also wirklich eine gute Lösung, wenn man dann so eine schöne Paddeltour macht von, keine Ahnung, 10, 12, 13 Kilometern. Wenn es ein bisschen fließt, sind auch 15, 20 Kilometer, kein Problem. Ne? Mhm. Und dann baut man das Boot zusammen, baut das Fahrrad wieder auf und fährt dann die Strecke zurück zum Camper mit dem Fahrrad. Genau, sehr genial. Genial. Gesund, umweltfreundlich, abwechslungsreich. Genau, vor allem gesund. Ne? Mhm. Sehr schön.
Ja, und wer die Katja kennt und auch auf ihren Kanälen schon war, der weiß halt natürlich, dass Katja zum einen Astrofotografin ist oder Fotografin ist generell. Jetzt natürlich im letzten Jahr und im vorletzten Jahr sehr, sehr viel Pack geraftet ist, wenn man so will. Ganz, ganz viel mit ihrer Mutter zusammen und natürlich auch mit anderen Freunden, mit uns hin und wieder mal. Und Katja hat sich also wirklich irrsinnig ins Zeug gelegt und im letzten Jahr ganz, ganz viele Touren gemacht. Und wer unseren Nugget-Podcast kennt, der hat vielleicht auch mitbekommen in der letzten Woche, Freitag wurde der Nugget-Podcast veröffentlicht mit Katja wieder als Gast dabei. Und da hat sie ein Buch vorgestellt, was sie geschrieben hat über das Paddeln im Allgemeinen. Ist also nicht nur unbedingt fürs Packrafting geeignet, dieses Buch, sondern generell sind hier Kanutouren zum Genießen in Deutschland drin. Ganz, ganz toll geschrieben. Es wird erstmal so ein bisschen erzählt, was ist Packrafting, was ist Bikerafting. Und dann werden hier also wirklich mit ganz, ganz tollen Fotos die Touren beschrieben. Es gibt sogar interaktive Möglichkeiten, über das Internet mit einem QR-Code sich die Touren anzuschauen, sich die dementsprechend auch aufs Handy zu laden. Und es gibt GPS-Touren dabei, es gibt Informationen zu Campingplätzen, natürlich zu den Fahrradwegen, die man dann zurückfahren kann zum Fahrzeug. Das Buch kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Ist jetzt nicht direkt als Werbung gedacht, sondern einfach, weil ich das generell toll finde, dass Katja sich so für diese Sachen begeistern kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich da rein nerdet, aber so ein bisschen weit ist es so. Katja legt da wirklich unheimlich viel Herzblut in diese ganze Sache rein. Und das Buch könnt ihr natürlich einmal bei Katja bestellen. Sie hat eine schöne neue Internetseite gebastelt, die heißt paddelgenuss.de. Es gibt auch einen neuen Instagram-Kanal von Katja. Und natürlich könnt ihr das auch bestellen beim großen A. Aber bestellt es mal bei Katja direkt, da bleibt das meiste Geld bei ihr hängen und sie wird sich darüber freuen, wenn ihr dieses Buch erwerben würdet. Katja, willst du noch was dazu sagen? Gerne, ja. Ja, genau. Stebo hat ja eigentlich schon alles gesagt. Vielen Dank, Stebo. Freut mich. Ihr wart ja auch, oder Trixi zumindest, war ja auch Testleser, hat mir da Feedback gegeben vorab. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Und ja, ansonsten, wie Stebo schon sagt, ich habe hier wirklich viel Herzblut reingelegt, habe so ein bisschen das, was ich selbst bei Literatur, die es so auf dem Markt gibt, vermisst habe, versucht reinzupacken. Also wirklich die Touren sehr, sehr detailliert beschrieben, sodass man wirklich startklar ist zum Abfahren. Das heißt, man muss jetzt nicht noch lang recherchieren, wie sind Pegelstände und so weiter. Das ist alles konkret verlinkt, auch über die Online-Informationen schnell abrufen. Und ja, man kann sofort losstarten. Viele Fotos drin, dass man eben auch einen Eindruck bekommt, wie sieht es aus auf dem Fluss, ne? Ist das was für mich, fließt das zu schnell, zu langsam. Die Touren haben verschiedene Längen, lassen sich verkürzen, verlängern oder verlängern. Ja, alles drin beschrieben. Und ich sehe, da oben steht Band 1. Genau, oh. Wir sind schon wieder fleißig unterwegs. Letzte Woche, die nächsten zwei Wochen sind wir wieder ordentlich am Paddeln und im Sommer einige neue Touren geplant. Also ja, ich hoffe, dass es zu einem Band 2 kommt. Wir sind fleißig dabei und ich habe Bock drauf. Und von daher, ja, genau, wird es nächstes Jahr dann wahrscheinlich ungefähr um die gleiche Zeit wieder im Frühjahr Band 2 geben. Und ja, mal sehen, wie es bis dahin läuft. Ich freue mich, wenn ich viele Leute damit inspirieren kann. Es gibt auch ein kleines Packrafting und Bikerafting Special. Also auch, was wir so ein bisschen erzählt haben, ne? Das nochmal ein bisschen in Wort und Bild gefasst. Und ja, ansonsten kann man es wahrscheinlich eher als Reiseführer auch ein bisschen sehen. Ne? Also auch für Nuggetfahrer. Ich habe immer Stellplatztipps mit dabei für Leute, die jetzt gerne paddeln und aber auch gerne Urlaub machen mit dem Camper, dass man eben Stellplätze findet. Oder Empfehlungen für Stellplätze hier drin findet und dann von dort aus direkt starten kann. Ich habe auch direkt Bike-Rafting-Touren als Empfehlung mit drin, also dass man Rundtouren machen kann mit Fahrrad, mit dem Kanu, Kajak, was auch immer. Ja. Und man kann sich auch Fahrräder ausleihen. Ne? Viele Anbieter bieten das ja heute auch an, dass sie eben die Fahrräder zum Beispiel zum Ausstieg bringen. Die muss man also nicht auf dem Boot unbedingt immer mitnehmen. Mm-hmm. Und ja, das ist auch eine schöne Möglichkeit, dieses Bike-Rafting-Feeling mal zu erleben, also diese Kombination aus Paddeln und Fahrradfahren. Ja, dann sage ich mal vielen Dank an Katja, dass du heute da warst. Dir. Ja, sehr schön. Hat sich ja angeboten. Hat sich angeboten, genau. Wir haben uns ja hier jetzt auf dem Nugget-Treffen getroffen. Übrigens mit fast 60 anderen Fahrzeugen. Waren jetzt nicht alles Nuggets dabei. Es sind ein paar inzwischen aufgestiegen in den letzten Jahren, die dann auf größere Fahrzeuge umgestiegen sind. Aber trotzdem, es war einfach toll. Es waren viele neue Leute hier, die auch gerade jetzt vor ein paar Tagen sogar erst ihren Nugget erhalten haben und hier so die ersten Kontakte geknüpft haben. Und es ist immer wieder toll. Sowas kann ich wirklich jedem empfehlen, der noch kein Nugget-Treffen besucht hat, wenn ihr denn mal bei euch in der Nähe schaut, oder andersrum, nein, schaut mal auf die Internetseite nuggetforum.de, da werden die Nugget-Foren-Treffen in der Regel angeboten oder auch angekündigt. Es gibt dieses Jahr sehr viele, wir haben ja jetzt Anfang Mai und es gibt jetzt in den nächsten Wochen teilweise sogar wirklich noch einige Treffen, die vielleicht auch in eurer Nähe stattfinden. Schaut mal auf die Internetseite. Ja, und wie gesagt, das Buch von Katja wurde auch besprochen im Nugget-Podcast. Da schaut ihr mal am besten auf nuggetpodcast.de
oder halt auf jedem Player, den ihr kennt, Apple Podcasts, Amazon Podcasts, Spotify, wie auch immer. Dort findet ihr überall unseren Podcast Nuggets, Vans und Camper Life. Katja war da letzte Woche zu Gast und hat auch mit uns über das Thema Packrafting gesprochen. Ja, und Katja hat natürlich noch viele andere Kanäle, wo ihr sie erreichen könnt. Und das sagst du am besten eben selber, bevor ich irgendwas falsch sage. Ja, genau. Also viele ist relativ, aber genau. Ich bin ja noch in meiner Astrofotografie aktiv und unterwegs. Da ist ja auch gerade wieder eine neue Auflage von meinem Buch erschienen. Und da findet ihr mich unter nacht-lichter.de beziehungsweise bei Instagram nacht-lichter. Mhm. Und ja, auch bei Facebook vertreten. Also auf der Webseite findet ihr oben immer die Links für Facebook und Instagram. Instagram, genau. Auch bei paddelgenuss.de genau das Gleiche. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, ihr mir folgt und gerne mich auch mal ansprecht oder anschreibt. Ich gebe da gerne meine Erfahrungen weiter. Genau. Und wenn ihr selber mal Packrafts testen wollt, ich glaube, am Gederner See gibt es die nächste Möglichkeit. Richtig, ne? Ganz genau. Ja, über das Frohn Leichnam-Wochenende. Ja, da ist auf jeden Fall die Möglichkeit, nochmal so ein Packraft auszuprobieren. Hatten und wir ja hier ja, jetzt auch. Genau, das war ja richtig auch ziemlich gut angenommen. Erfolgreich, ja, genau, ja. Ja, sehr schön. Und noch eine Sache habe ich vergessen zum Thema Nugget Podcast. Wir haben auch ein neues Instagram-Profil unter Nugget Podcast bei Instagram. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Und natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, die zwei Mais, dann würden wir uns natürlich sehr über ein Abo freuen oder über einen Daumen hoch. Wir haben übrigens auch noch einige andere Videos zusammen mit Katja gemacht, wo ihr auch noch mal reinschauen könnt, wenn ihr euch interessiert, wie Katja so in ihrem Nugget arbeitet und lebt. Das ist zwar jetzt schon 1,5 Jahre alt, hat sich auch vielleicht ein bisschen was verändert wieder, glaube ich. Aber im Großen und Ganzen ist das ein wahnsinnig interessantes Video. Wenn ihr Interesse daran habt, zum Beispiel mit einem Nugget zu arbeiten oder mal eine längere Reise zu machen, dann schaut doch mal da rein. Da gibt Katja eine ganze Menge Tipps, wie man den Nugget denn wirklich als, ja, als Alltagsfahrzeug, ich habe damals gesagt, nomadische Alltagscamperin benutzen kann. Und das ist wirklich echt inspirierend gewesen. Teilzeitnomadin. Teilzeitnomadin, genau, ja. Es gibt auch gerade einen neuen Blog bei mir unter nachtlichter.de. Da habe ich noch mal ein paar Updates gegeben, was ich so stromtechnisch, bildschirmtechnisch und arbeitsplatztechnisch verändert habe in den letzten Jahren. Aber es wächst. Ich habe es gesehen, es sieht echt cool aus. Alles klar. Also in dem Sinne, viel Spaß, Dankeschön und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Ciao.